Servus hier, Tabak- und Pfeifengenießer und Bierliebhaber hier auf YouTube. Heute machen wir wieder Biertesting. Das Bier habe ich ja letztes Mal schon mal ganz kurz vorgestellt. Und zwar ist es das Räuber Gneißl von der Brauerei Maisach. Das ist ein regionales Bier. Maisach ist gar nicht weit weg von mir. Und der Räuber Gneißl, nachdem das Bier eigentlich benannt wurde, das war ein bayerischer Robin Hood, gell? Der Räuber Gneißl. Mutig und unverdrossen lehnte er sich gegen die Ungerechtigkeiten und Obrigkeiten auf und wurde so zur Legende. Gell? Als sie ihn dann geköpft haben, das war glaube ich am Montag, da hat er dann noch gesagt, die Woche fängt schon gut an. Gell? Ja, und das Bier möchte ich mit euch testen. Rauche tue ich aus meiner selber bastelten Pfeifen, die habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Das war eine vorgebohrte Kantel, die haben wir dann selber ein wenig hergeschnitzt. Gell. Rauche ich Early Morning Pipe. Und hat der Latakia-Tabak. Ich bin jetzt zwar nicht so der Latakia-Fan, aber hin und wieder mag ich das ganz gern. Und zu dem Bier finde ich passt das hervorragend. Also schenken wir es uns einmal ein. Wunderbarer Schaum, gell? Wunderbare Krone, schön dunkel das Bier. Mal riechen. Ja, also riecht salzig sogar. Jetzt probieren wir es einmal. Das Bier ist unwahrscheinlich würzig. Also, es schmeckt verwegen gut. Gell. Bei dem Bier werden mehrere Malzsorten verwendet: Karamell- und Gerstenmalz. Helle und dunkle Sorten. Also ein wunderbares Aroma. Und ein sehr kräftiger Geschmack. Gell. Also ein Traumbier, muss ich echt sagen. Eine Stammwürze hat das Bier von 12,3%. Der Alkoholgehalt ist bei 5%. Es kommt auch leicht fruchtig daher. Also einer der besten dunkle Biere, die ich je getrunken habe. Aber das habe ich schon vorher gewusst, weil, wie gesagt, das Bier kenne ich schon lange. Und wenn ich dann im Breistübel bin, in der Brauerei Maisach, dann, wie gesagt, entweder das Räuber Gneißl oder auch das Kellerbier, was haben, das kann ich euch auch noch mal irgendwann einmal vorstellen. Erstklassig dunkel, wie gesagt, einer der besten, was ich je getrunken habe. Gell. Ich kann das Bier wirklich nur empfehlen. Räuber Gneißl dunkel von der Brauerei Maisach. Hier aus unserer Region. Gell. Das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich wünsche euch was. Schönen Restpfingsten. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern.